dazu, Lesdorf. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Wir befinden uns im Jahre 2016. Ganz Europa leidet noch unter den Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise, der Staatsschulden- und der Bankenkrise. Ganz Europa? Nein! Ein von unbeugsamen Deutschen bevölkertes Land stellt sich dieser Krise wacker entgegen und vermeldet einen Arbeitsmarktrekord nach dem anderen. Und das Leben ist deshalb tatsächlich nicht leicht für die deutsche Opposition, die offenbar mit ihrer Politik diese Blütezeit beenden will. Liebe Opposition, Frau Zimmermann, Sie kommen mir wirklich vor wie die Römer bei Asterix. Sie versuchen es immer wieder, aber ich sage Ihnen, so wird das nichts. Und zwar, weil die Zahlen, die nicht nur der Kollege Schieverling sehr gut lesen kann, sondern die wir von der Union alle ganz gut lesen können, eine andere Sprache sprechen, als Sie das hier schildern. Aber die hatten ganz Gallien besetzt bis auf ein Dorf. Ein schlaues Dorf. Als Angela Merkel 2005 Bundeskanzlerin wurde, lag die Arbeitslosenquote bei fast 12%. Und erst vorgestern kamen die aktuellen Zahlen. Jetzt liegen wir bei 6%. Das heißt, dass unter Unionsregierung sich die Zahl der Arbeitslosen innerhalb eines Jahrzehnts halbiert hat. Dazu gehört natürlich eine gute Konjunktur. Natürlich gehören dazu Fleiß und Leistungsbereitschaft der Arbeitnehmer. Und natürlich gehört dazu die Risikobereitschaft und die Innovationskraft deutscher Unternehmer. Aber natürlich haben wir auch mit unserer Politik dafür die richtigen Weichen gestellt. Die Kosten der Arbeit sind zum Beispiel ein wichtiger Faktor. Und wenn wir es weiterhin schaffen, die Lohnnebenkosten niedrig zu halten, dann bleibt Deutschland eben weiter attraktiv, und zwar für Arbeitnehmer wie für Arbeitgeber. Und nicht umsonst hat Rot-Grün damals die Rahmenfrist in der Arbeitslosenversicherung auf 2 Jahre gesenkt und die Anwartschaftszeit bei 12 Monaten belassen. Das hat Wirkung gezeigt. Seit fast 5 Jahren ist der Beitragssatz stabil, und das hilft den Arbeitnehmern, denen damit mehr netto vom Brutto bleibt. Natürlich hat sich der deutsche Arbeitsmarkt in den vergangenen Jahren verändert, und Sie haben das in Ihren Anträgen ja auch etwas überspitzt beschrieben. Es gibt tatsächlich eine Flexibilisierung in den Arbeitsverhältnissen, es gibt mehr Befristungen, es gibt mehr Teilzeit, es gibt mehr Jobwechsel. Aber all das verhindert nicht, dass man innerhalb von 24 Monaten 12 Monate Anwartschaft erwerben kann. Das ist auch möglich, wenn man in Teilzeit arbeitet oder wenn man befristet beschäftigt ist. Und man sollte, was im Prinzip ganz gut funktioniert, eben nicht über den Haufen werfen. Wir sollten Änderungen an den Stellen beschließen, wo wir das System noch weiter verbessern können. Und genau das tun wir mit dem vorliegenden Gesetz. Wir wissen, dass Weiterbildung in unserem spezialisierten Arbeitsleben immer wichtiger wird. Und deswegen wollen wir genau jene unterstützen, die sich weiter qualifizieren. Dazu werden wir beispielsweise die Weiterbildungsförderung flexibilisieren oder Förderleistungen zum Erwerb von Lesen, Schreiben, Rechnen schaffen. Auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird immer wichtiger, und wenn wir das Fachkräftepotenzial von Frauen heben wollen, dann müssen wir zum Beispiel den Arbeitslosenversicherungsschutz bei der Kindererziehung erweitern. Und auch den speziellen Erwerbsbiografien wird Rechnung getragen. Die Sonderregelung für überwiegend kurzfristig Beschäftigte zum Beispiel macht eben genau dort Ausnahmen, wo es strukturelle Nachteile auszugleichen gilt. Eben zum Beispiel bei Kulturschaffenden, die immer wieder kurze Arrangements haben. Sie haben einen Anspruch, wenn Sie innerhalb von 2 Jahren 6 statt der üblichen 12 Monate Anwartschaftszeit erfüllen. Diese Sonderregelung wird jetzt verlängert. Das ist erst einmal in Ordnung so. Und dann werden wir uns auch überlegen müssen, mit welchen dauerhaften und systemkonformen Instrumenten wir den Zugang von Kulturschaffenden zur Arbeitslosenversicherung noch weiter verbessern können. Frau Kollegin Freudenstein, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Puttmann? Nein. Gestatte ich jetzt nicht mehr. Wir bleiben nämlich dabei. Wir wollen tatsächlich nur dort Ausnahmen machen, wo es tatsächlich strukturelle, branchenspezifische Nachteile auszubessern gilt und nicht generell mit neuen Pauschalregelungen die Stabilität der Arbeitslosenversicherung gefährden. Ihre Vorschläge würden aber genau dazu führen, das mag in guten Zeiten noch recht ordentlich funktionieren, aber wir sollten gerade jetzt in dieser schwierigen Phase, wo wir mit steigender Arbeitslosigkeit rechnen müssen, weil wir auch sehr viele Flüchtlinge im Land haben, die nicht ausreichend qualifiziert sind,
Gerade jetzt dürfen wir eben nicht an den Säulen des Sozialstaates bohren, meine Damen und Herren. Liebe Opposition, um noch einmal auf das Bild zu Beginn meiner Rede zurückzukommen, Sie brauchen, um unser gallisches Dorf zu besiegen, einen Zaubertrank, und dafür brauchen Sie zumindest drei Zutaten, die ich Ihnen verraten kann, nämlich Eigenverantwortung, Realitätssinn und Nachhaltigkeit. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Damit ist die Aussprache.